So, dann begrüße ich euch alle recht herzlich heute zu unserer Mission. Kurze Zusammenfassung, was wir heute machen. Wir führen heute ein Verzögerungsgefecht gegen russischen Feind. Der Russe rückt mit mechanisierten Kräften an. Also geschätzt in circa 30 Minuten wird der Feind anrücken. Unsere erste Mission ist es hier vorne, die Verteidigung zu führen. Dabei wird noch hier eine Brücke gesprengt. Die sämtlichen anderen Brücken über den Fluss wurden bereits gesprengt. Wir sind hier eingesetzt mit dem gesamten Zug, das heißt vier Fahrzeuge, drei Infanteriegruppen, plus Pioniere mit Fahrzeugen und halt auch eine Pioniergruppe. Die Pioniere bereiten die Sprengung vor. Wir müssen noch eine Sicherung dafür stellen für die Sprengung. Ansonsten wird alles kommuniziert dann mit den Pionieren. Eben der erste Auftrag nach der Sprengung ist, hier die Verteidigungslinie zu halten, so lange wie möglich. Wenn wir uns dann zurückziehen, haben wir keine fixen Stellungen, sondern müssen uns selbstständig Stellungen suchen, die wir dann halten können mit dem Zug gegen die angreifenden Feinde. Einzige vorbereitete Verteidigung, die wir noch haben, ist hier eine Sperre 1. Das ist eine Minensperre mit einem Korridor, wo wir durchfahren können. Dieser Korridor wird allerdings geschlossen, sobald wir uns zurückgezogen haben durch die Minensperre. Was wir noch zur Unterstützung haben, ist ein Kompanieversorgungspunkt in dieser kleinen Ortschaft hier bei der PL Falke. Und verloren und gescheitert gilt die Mission, sobald der Feind die Auffanglinie erreicht hat. Somit ist der Auftrag einfach, Feind so lange aufzuhalten, bis wir mit unserer heutigen Mission fertig sind. 22 Uhr. Ja, das wäre grob die Zusammenfassung. Und dann, ja, geben wir uns aufs Fahrzeug und bereiten uns vor. Fertig. Ja, aber Scooby ist halt nicht bei uns. Ach so. Ach stimmt, ja, der ist ja Fahrer. Nee, Richtschützer. Ja, no. Ich bin jetzt auch gerade Richtschützer, das will ich nicht sein. Ich will Passagier. Sehr schön. Warte, eng hier drin. Warte. Ah. Mann, der Stream läuft schon. Unsere Fans. Ich trinke noch Dosenbier. Einmal sehen die Leute das, was hier abgeht. Echt? Ja, ja aber auf Befehl. Das siehst du im Stream ja nicht. Nein. Ja, da brauchen wir so extra Animation. Ja, aber mein Animationsmod-Vorschlag wurde ja noch nicht bearbeitet. Endlich sehen die Leute hier mal, wie es wirklich ist. Mod-Gremium. Hat sich noch nicht getroffen. Es gibt einen Mod ohne Alkohol jetzt hier nicht? Ja, wäre natürlich geil, wenn man da so einen Red Bull trinken könnte. Über eine geile Runde PUBG das nächste Mal anstatt Arma oder was? Ja, so Fortnite-Tänze brauchen wir noch. Die gibt's auch. Also Red Bull gibt's und. Oh nein, das hat Red Bull. Nein, das heißt Red Bull. Das ist was komplett anderes an Rico. Genau, das ist. Wir wollen hier keine Copyright-Verletzungen. Komplett anders. Du kannst den Leuten auch EPA, also ich habe ja jetzt mal so ein Loadout gemacht, ja. Du kannst den Leuten auch EPA ins Dings backen. Ich weiß noch nicht, was da drin ist. Gar nichts. Gar nichts. Das ist ein Verschwendung. Das ist einfach nur Blödsinn, oder? Ja, das ist wie die Banane. Das ist einfach unnötig. Dass du Hunger und Durst ich glaube, die Banane. War die Banane nicht sogar? Ich glaube, die kann nichts. Es gibt ein E-Ding, wo man die Banane essen kann, aber. Das Wasser kann man sich über die Waffe schütten. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Kann man, glaube ich, mit den Dosen auch machen. Also mit Red Bull vielleicht kannst du die Banane auf die Waffe stecken, so als Schalldämpfer. Kann auch sein, dass es so eine Ace-Einstellung gibt, wo du was essen musst für Ausdauerregeneration und so. Scheiße. Ja, wenn man eine Runde Epoch spielt, vielleicht. Ja, aber man kann auch das Modul aktivieren. Vielleicht kann man das auch so hochschrauben, dass wir die ganze Zeit irgendwie Burger fressen müssen. Alle fünf Minuten. Das ist so lustig, Alter. Wir fahren nicht die Models können sich dann so verändern, dass wir fett werden? Wir spielen dann nur noch Missionen auf Alt ist, damit wir bei den ganzen Kebabständen halten können.
Ja, Mann. Ja, Mann. Man hat immer weniger Stamina zum Ende hin. Halbe Inventarmunition, die andere halbe Inventar ist dann einfach irgendwie Essen. Ach, du kannst Bock dann auch nimmer unter jeden Zaun drunter durchklettern, wenn da ein Loch ist. Dann reißt du hier so den Rücken und die Hose auf. Dann müssen wir noch mit der Art. Bleib den Rucksack dranhängen. Oder wir spielen mit der Ace. Ich übe und durch jeden so ein Epa-Instinkt backe, aber warum? Ja, damit wir es wegschmeißen können. Es ist einfach nur Platz weg. Ja. Naja. Aber es ist für die Immersion, Enrico. Ja, alles für die Immersion. Genau. Was haben wir noch? Kennst du eigentlich Cut Medical? Die Mod? Kenn ich nicht. Ich bin am überlegen, das mal vorzuschlagen, aber das würde natürlich ein bisschen zu radikal. Ja, den Spielfluss verzögern. Aber also da hast du halt wirklich auch so Defibrillator und musst die Luftwege kontrollieren. Du kannst so Lungenschüsse bekommen, wo du ein Chest-Seal draufpacken musst. Das ist so eine Erweiterung für Ace. Das überschreitet es bei uns, glaube ich. Ja, genau. Also, weil ich bin lieber als Sunny unterwegs und drücke Endbehandlungsknöpfe. Das macht mir nämlich viel mehr Spaß, wenn ich gucke. Ja. Da gibt es auch PRB. Wenn ich voll bei nee, möchtest du das? Ich glaube nicht, oder? Also, wenn ich noch Sunny bin, Ace ist so fucking langweilig. Hätte ich das sofort vorgeschlagen, sag ich dir, wie es ist. Also, Ace Sunny ist einfach, ja. Ich wär direkt dabei. Sag ich dir, wie es ist, Enrico, sofort. Hier, drei an alle, wir können mich hören. Ja, eins, hörte sie gut kommen. Zwei, hörte sie gut kommen. Vier, hörte sie gut kommen. Erstgang, du bist 5. Ja. 5. Nampe 3. 6 wird gut kommen. Hier 3, Hürde 1 bis 6 gut. Punkt für Ende. Hier 1, Hürde 2 gut. Wie können Sie mich hören? Kommen. Hören Sie ebenfalls gut. Abmarschbereit kommen. Warum höre ich denn den jetzt links? Ja, weil er auf dem falschen Funk gefunkt hat, Digga. Warum höre ich den? Weil er auf dem Dreierfunk gefunkt hat. Ja. Ich bin damit Profisoldat. Hier 1, wiederholen Sie. 2 ist abmarschbereit, kommen. Hier 1, so bestätigt ebenfalls abmarschbereit. 2 fährt vor, mit eigener Geschwindigkeit, ich mit Abstand 100 dahinter kommen. Bitte, ist es denn jetzt 12.40 Uhr? Dunkel wird's nicht. Bitte Müll. Nee. Mit Abstand 100 folgen. Wenn es dunkel wird, haben wir ganz schlechte Daten. Nachts ist heller als draußen. Ich dachte, es ist nachts und es ist kälter als draußen. Ja, korrigiere Alpha 1. Das wäre zu langweilig. Info, Alpha 3 und Alpha 4 befinden sich bereits vor Ort in Sicherungsposition. Wart auf Eintreffen der Rettungskräfte. Komm. Sowohl als auch von da. Ja, Alpha 1, so verstanden, wir sind unterwegs. Komm. Zweiter Halbzug. Ich mache jetzt erstmal 25 Minuten oder so. Geil, oder? So langsam ist der Boomer. Aber so schnell auch wieder nicht. Ja, aber wir müssen ja lange reparieren, weil Bock hat ja gesagt, er fährt extra in die Minensperre. Hallo, Minecraft. Gerade sagen, da lese ich mal so ein bisschen was Tscheche und Kröni zum Juden zu jedem haben, aber die sind noch ja nicht da. Also Tscheche spielt Helldivers 2. Ja, habe ich vorhin nie gesehen. Frechheit von Tscheche, einfach Frechheit. Während unser Stream läuft. Irgendjemand muss ja die Superhelle verteidigen. Und dann warst du eigentlich dabei, als wir Helldiver 1 gespielt haben? Ich hab Helldivers 1 nie mit dir gespielt. Aber ich hab's gespielt. Sicher? Nicht mit dir, aber ich hab's gespielt. Mit Flash und so weiter. Nein, war ich nicht. Ganz sicher. Fünf. Und bei Antares habe ich jetzt gerade mal so überlegt, ob ich den mal schreibe per WhatsApp. Der war ja auf der Hannover.
Die ist ja jetzt gerade im Mittelmeer. Ob der da auch mit ist? Ja, und woran scheitert es jetzt, ihm zu schreiben oder nicht? Ja, ja. Wahrscheinlich am gleichen wie das Mal im Bankerle. Ja, an dem ich wollte. An dem ich wollte. Ich finde es das schön, dass du deine Gedanken mit uns teilst. Wenn du ihm schreibst, auch schon schön groß. Na, ich weiß nicht, kriegen die da WhatsApp-Nachrichten auf dem Schiff? Aus? Nein, also, wenn du nicht schreibst, dann auf keinen Fall. Ja, eben. Oh, mein Gott, sonst hätten sie nicht die WLAN-Router als Munition verfüttert haben. Also, Enrico, ich bin Wahrsager. Ich kann dir vorhersagen, dass er keine WhatsApp bekommt, die du nicht schreibst. Oh mein Gott, Kicker. Oh nein. Der nächste Nostradamus. Oh Gott, Kicker kann in die Zukunft schauen. Raus aus meinem Kopf, raus aus meinem Kopf. Verbrennt ihn. Excel. Müsste das jetzt nicht heißen, raus aus meinem SPZ? Weiche Dämon, weiche. Ich fürchte, mit Hexer kennt sich Kaiser aus. SPZ. Gott. Danke für Kaiser und Witcher. Dann sind wir wirklich bald. Aber den Plan hast du ja heute erklärt, ne? Ja, den Plan habe ich erklärt, soweit ich ihn verstanden habe. Aber was? Genau, also wir haben ja nicht unser Plan erklärt. Wir haben jetzt nur ein paar Striche gemacht an Positionen, wo wir uns denken, dass wir dort verteidigen wollen und in Stellung gehen wollen. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass wir uns mit unserer Einheit auf der Straße befinden werden und die anderen Alphas werden dann die Wälder abdecken. Also ganz grob, so wie wir jetzt vorfahren, fahren wir dann auch wieder zurück. Wir werden uns gleich das Gelände vorweg angucken an der Brücke. Wir wissen jetzt noch nicht, ob ihr dann infanteristisch über die Brücke geht. Das machen wir nur, wenn der Wald zu dicht ist. Wenn er nicht so dicht ist, dann bleiben wir alle komplett westlich der Brücke. Auch gut, dass hier leichter Nebel herrscht, ne? Ja, da bekomme ich wieder Flashbacks. So leicht wie in meiner Mission. Das ist halt Finnland. Ja, solange man noch die Hand vor Augen sieht, ist das Kinderkram, ne? Ah. Wenn du nicht mehr durch ein Zielfernrohr gucken kannst, weil der Nebel dazwischen ist, dann wird's hart. Was macht er jetzt? Ja, der schon in Sperre. Ach, da ist schon die Sperre, okay. Na dann. Ja, der dachte sich, der biegt kurz ab, da gibt's ein Drive-Thru oder so. Oh Notch Number 9. Hallo Arino. Number 6 with extra dip. Du Number 45. So. Wir müssen schnell ins Gefecht. Oh. Okay. Sind sie in eine Mine gefahren? Ja, die war ein bisschen da. Also sie wurden angesprengt. Eins von zwei haben eine Mine ausgelöst, keinen Schaden. Yeah! Hier eins, das ist einerseits eine gute Nachricht und andererseits eine beunruhigende Nachricht. Ja, die Sperre ist sehr eng und wir waren genau auf der Straße. Da werden Köpfe rollen, das schwöre ich dir bei den Pionieren. Ja, jetzt, nein, ich meinte, beunruhigend ist, wenn der Gegner dann auch keinen Schaden nimmt. Ach so, ich dachte, dass wir noch leben. Ich glaube, das war eine Antipersonenmine. Hat sich zumindest so angehört. Sich ja gleich sein eigenes Grab schaffen. Der Pionier hat ja genug Ausbildung damit. Kurze Frage: Die erste Linie, die ihr markiert habt, ist die dann nur für uns, also nur für unsere zwei SPZs und unsere Infanteriegruppe, weil wir vier SPZs und drei Gruppen ist ein bisschen mal die erste Linie. An der ersten Linie werden wir uns natürlich befinden und werden dann vermutlich Alpha 3 und Alpha 4 schon auf die zweite Linie schicken. Alles klar. So, ich habe Antares jetzt mal geschrieben. Eins von zwei in kürzester Marsch wieder gesagt. Erreicht. Wir brechen nach links aus, übernehmen Stellung. Links Alpha 2 markiert.
Warum ist es eigentlich Charlie und Helfer 1 oder? Bestätigt selbstständig Stellung beziehen, Ende. So, es geht los. Wir fahren erstmal auf der Straße weiter und halten an der nächsten Kreuzung an. Mhm. Warum ist Delta nicht Charlie untergeordnet? Also ich würde sagen, die Wälder sind dicht. Weil da kommt nämlich noch hügeliges Gelände dazu. Wir haben jetzt hier an der Kreuzung im Bereich direkt so ein Feld mit Weizen oder irgendwas. Also irgendwas, was man nicht durchgucken kann. Das ist hier in dem Bereich. Das ist schön zu hören. Sorry, dass ich dich... Wir fahren mal weiter auf Straße. Jo. Dazu kommt, dass die... Ne, die Brücke ist nicht auf dem Hügel, aber dahinter geht's gleich hoch. Was sind das eigentlich für Fantasy-Namen hier? Wie weit willst du auf der Straße weiter? Na, bis zur Brücke. Check. Oh, das ist ja furchtbar. Ich weiß nicht mal, ob ich euch überwachen kann. Aber halt. Okay. Ich würde sagen, steht fest, dass ihr den Compound vor der Brücke beziehen müsst, also Richtung Ost. Dazu könnt ihr jetzt absitzen über die Brücke und dann zum Compound vor. Okay, ich freue mich schon auf den Broken Arrow. Ihr werdet das, glaube ich, schaffen, wenn ihr euch zurückziehen müsst, direkt übers Wasser. Müsst ihr mal prüfen. Okay, ja, rechts raus über die Brücke vor zum ersten Compound. Eins ab. Mit Beginn. Das fängt wieder an. Achso, das Kaiser rausfliegt. Hinten frei. Müsste Feind frei sein, geh mal rein. Ist klar. Jetzt schon zum Scheitern verurteilt. Warum? Da liegt ja viel tiefer wie die Straße, also. Hä? Wir müssen ja die Straße nicht überwachen, wir müssen ja nur überwachen, was hier rechts über. Wir müssen hier nur halten, dass die Pioniere nicht weggeschossen werden. Obersender Alle Teil mit Langinformationen. Spitzenfeindlicher BTG in ca. 15 Minuten. Ich wiederhole, spitzenfeindlicher BTG in ca. 15 Minuten. OPZ Ende. Ja, das heißt aber wie das. Ja, komm mal zu mir. Bist du jetzt? Bin da. Ich helfe noch? Ja. Du da bist bei mir? Ja, bei mir auch. Was ist denn jetzt los? Rot? Ja. Da haben wir mit. Drei und vier für eins, komm. Ja, Alpha 3 und 4 kommen. Ja, der momentane Plan sieht aus, beim ersten Mal zurückfallen, dass 2 und 1 schwarze Linie bei Compound beziehen werden. 3 und 4 können dann zur zweiten schwarzen Linie direkt vorrücken. Ich würde ab jetzt mit schwarzem Punkt Alpha 3 und 4 markieren, mit Sollposition kommen. Ja, Alpha 3 und 4 verstanden brauchen, aber die in global kommen. Ja, Alpha 1 wird so durchgeführt, kommen. Drohne! Oder was ist das? Oh, Drohne. Ja, ist eine Drohne. Fliegt Richtung Südost. Ist das nicht unsere? Negativ war russisch. Keine Ahnung. Alpha 1 hier, Pico bekommen. Alpha 1, ja. Ja, machen jetzt weiter an der Brücke, brauchen noch ca. 10 Mike bis Sprengbereich kommen. Alpha 1, so verstanden, komm. Pi meldet sich, wenn bereit. Pi Ende. Pi meldet sich. Ja, sollen wir uns hier Stellung eingraben oder was sollen wir machen, Maxi? Was. Zum Wegkönigverdiener.
Also ihr habt hinter euch das Haus, das könnt ihr benutzen als Deckung. Das Ding ist halt, wir müssen halt irgendwo auf die Straße einsehen können. So, das macht der Wolf. Solange wie er da ist. Ich helfe dir mal, Enrico. Ja, ist ein langer oder? Die geht zwischen den zwei Gebäuden durch. Warum kann ich jetzt nicht mehr mitgraben? Weil wir erschöpft sind. Da kommt wieder die Drohne. Da ist sie. Alpha 3 meldet Feinddrohne von Ost nach West. Ja, eins bestätigt, bereits durch Infanterie gemeldet. 346 kommt. Da hört. Wir haben Projekt Sandburg abgeschlossen, wo sollen wir jetzt hin? Ich komm zu, ich warte kurz. Ich darf bitte auf. Mann, der lange passt hier genauso rein. Ja, lass regenerieren die Ausdauer und dann. Ja, nicht mal eine Ausdaueranzeige jetzt. Hä? Hast du die nicht rechts oben so leicht transparent im Bild? Nö. Okay. Dann ist deine da wieder voll. Da oben nur meine FPS. Jetzt sehe ich sie, ja. Komisch, bei mir hat jetzt einfach aufgehört. Aber das reicht auch von der Höhe her. Ich lasse jetzt noch Hochfeld einmal einfach wachsen, dann putze ich das nochmal ein Stückchen höher. Zuhört. Hier ist noch echt nicht. Ja, eins, zeichne mal deine Sichtgrenze ein, komm. Ja, warten Sie. Eins, wenn du. Ich glaube, so reicht, oder? Dann noch drüber. Ja. Wenn ich jetzt hocke, dann ja. Hock ich? Ja, ja. Ja, dann reicht's. Kann ich auch über den tiefsten Punkt gerade drüber gucken? Ja. Nee. Schieße ich schon rein. Bravo 1, Alpha 1, komm. Bravo 1, hört, komm. Ja, Alpha 1, Frage, wie sieht's mit der Flussüberquerung aus? Wie schnell geht das? Müsst ihr schwimmen, komm. Wir müssen schwimmen. Ja, Alpha 1, wollt ihr dann vielleicht da, wo ihr nachher übertreten müsstet, nochmal ein paar Stellungen graben, komm. Bin ich schon dabei. Ich hab noch eine Idee. Alpha 1, so verstanden. Kannst du bei der Weg mal den Arsch hier. Okay, du. Tief. Ich habe mir gedacht, wenn der Fluss nicht zu tief ist, kann man einen langen Graben durch den Fluss graben und dann durchlaufen. Weil er ist zu tief. Und da geht's los. Oh. Die halbe Stunde schon rum, ja. Erscheinend. Eins von zwei Sichtlinien eingezeichnet, rechts 93 und 63 links. Ich höre es gerade nicht, von wo ja, es kommt. Ja, so verstanden, das Frage, die Weite der Sichtlinie stimmt so auch, komm. Ja, bis zum Waldrand. Was ist denn da jetzt eigentlich explodiert? Hat es einen in Sicht gehabt? Hier, eins, du hast also keine Sicht auf Straße, eventuell ich hab's in Sicht, Kreuzung, es ist Richtung 1
2-2 in der Rauchwolke. Da. Ja. Negativ eingezeichnet jetzt. Bis dahin kann ich also sehen, sollte jemand da antreten und das sind, das ist, Brücke bekämpfen wollen, beziehungsweise Pioniere. Nein, das sind Feinde. Sicher? Ja, ja, das ist noch auf der anderen Seite. Wir Alpha 1, nun so erkannt, Ende. Und du schaust, wir sind ja auf der anderen Brückenflussseite. Das ist irgendwo OPZ hier hinten. OPZ für Alpha 1 kommen. Dann hier. Die OPZ kommen. Ja, Alpha 1, wir haben akustisch Einschläge bzw. Feuergefecht. Frage, wer feuert denn? Komm. Ja, Lagemeldung wäre in Kürze gekommen. Der Charlie-Zug hatte gerade aufgeklärt und vernichtet zwei feindliche Spähfahrzeuge. Komm. Ja, Alpha 1 ist so verstanden. Ende. Halt die Augen offen halten, die können halt jederzeit durch den blöden Wald da vorne kommen oder so. Oh, wer ruft mich denn jetzt an? Antares, warum du ihm schreibst. Nee. Mein Vorsitzender, wo ich stellvertretender Vorsitzender bin. Ach, Angelverein. Angelverein. Ja, wollte ich gerade sagen, Angelverein. Ah. Ja, absolut. Aber wir haben hier Fahrzeugakustik. Ja. Richtung Ost. Fahrzeugakustik Richtung Ost. Stehen geblieben? Nee. Gerade jetzt ist es stehen geblieben. Ich sehe es. Ich sehe das Fahrzeug ist und nah. B. Ja, ja, es ist 100 Meter vor uns. Kontakt BRDM 089. Das wieder zurück. Jetzt beim Rauchwolken. Negativ ist direkt östlich von uns. 100 Meter. Ja, ja, bereit machen. Ja, bereit machen. Ja, Alpha 1, wir haben keine Sicht drauf, ist durch Bäume verdeckt. Also ich habe die Baumlücke Ost, Süd, Ost. Ja, dort ist er gerade, dort stand er gerade. Ja, da habe ich ihn auch nicht gesehen. Ja, ich schon, ich hab nur nicht die PA fertig. Aber da ist jetzt auch weiter weg. Ja. Nee, jetzt kommt. Feindlicher SPZ in Zufahrt. Kommt von 12 Uhr. Wir sehen. OPZ für Alpha 1 kommen. Hier, OPZ kommen. Ja, Alpha 1 an unserer Position. Feuergefecht eröffnet. Feuerkampf mit feindlichen SPZ und aufgeklärt BRDM in Position kommen. Ja, ich glaube, wir haben. Ja, Frage Bestätigung: Es waren bereits feindliche SPZ oder noch Sprayfahrzeuge gekommen? Ja, Alpha 1, warten Sie. Oh, 241. 2 hört, Sprayfahrzeug. Jetzt wegstecken, ja, da steht doch verstanden. Auf der Straße. Trennung, OPZ okay. Für Alpha 1 kommt. Brennt. Ja, hier OPZ hat mitkommen. Ja, Alpha 1, dann vermutlich 2-mal BRDM aufgeklärt, einer davon vernichtet. Aber laut Akustik. Ja, standen wir vermuten weiterhin feindliche BTG vermutet. In Kürze mit Hauptkräften über Hauptstraße auf letzte verbleibende Brücke kommen. Steht da irgendwo ein bisschen offen. Ja, Alpha 1, so verstanden, Ende. Steht hier ein bisschen offen, muss ich euch sagen. Riesenwall. Ja, aber ihr guckt ja über den. Ja, wenn was ist, legen wir uns hin. Hier, wenn ihr hier schießt, ja. Dann gucken, von diesem ganzen Bereich, von Norden bis Südosten, sieht euch jeder Schütze da stehen. Na, was ja, brav, denn ja, bauen? Hier so kleine Graben. Ja, F1-Markierung vom 2. BRDM, komm. 2. BRDM haben wir nicht in Sicht. Alpha 1, ihr hattet doch rechts irgendwo im Wald einen, oder nicht? Ja, der hat wieder verlegt. Vielleicht war das der auf der Hauptstraße gekommen ist. Wer war der auf
Ja, falls so verstanden, ist nicht mehr vor Ort, hat sich verlegt. Ende. Nee, das war der. Ja, oder er steht hinter, oder er steht hinten irgendwo und hat seinen Motor aus. Alpha 1 CP-Gruppe kommen. Alpha 1 hört. Airbrücke ist zur Sprengung bereit. Können auf Ihr Kommando dann sprengen kommen? Ja, Alpha 1, so verstanden. Wir ziehen unsere Infanterie zurück und werden dann durchkommen. Die Gruppe wartet, Ende. Bravo 1, für Alpha 1 kommen. Bravo 1 hört, kommen. Ja, Alpha 1, Brücke ist zur Sprengung bereit. Jetzt über Brücke zurückziehen zu Alpha 1, kommen. Ja, so verstanden. Wir könnten aber noch hier vorne halten. Zumindest die ersten Angriffe. Ja, Alpha 1, dadurch, dass ihr dann schwimmen müsst, würde ich das nicht empfehlen. Nach eigenem Ermessen jetzt entscheiden, komm. Ja, so verstanden. Dann halten wir an deinem Plan, dann ziehen wir uns jetzt zurück auf deine Flussseite. Ja, Alpha 1, so verstanden, an meiner Position sammeln, Ende. Dann stopp, verlegen zurück zur Brücke, über die Brücke zurück zu Alpha 1. Und los. Geht los. Ich hatte Glück, haben wir uns die ganze Stelle angedacht. Kommt ein Fahrzeug hinter uns, das Straße voll Gas. Ja. Nee, das wird sich ja hören. Aber ein Heli kommt. Ein Heli kommt. Kann auch wieder die Drohne sein. Drohne kommt. So, dann zu Alpha 1. Ja, zu Alpha 1. Nee, ich glaube, da kommt noch mehr. Das ist ja, ich habe nur Fahrzeugakustik. Ich habe auch. Konrad, du hast dich verlaufen. Überhaupt nicht, ich laufe zur Markierung Alpha 1. In Zufahrt. Vorne halt. Richtung unklar. Pioniergruppe für Alpha 1, komm. Hier, Pi-Gruppe, komm. Ja, Alpha 1, Sprengung durchführen, komm. Verstanden, Sprengung, Kürze, Sprengung. Ja, was ist denn das? Ost? Alpha 1, Ende. Müsste Ost sein. Ja, Alpha 1 mit Info, Achtung, Sprengung erfolgt in Kürze. Ist klar. Ist Richtung Achtung, Ost. Achtung, Sprengung, Achtung, Sprengung, jetzt. Sprengung. Gut, dass es nicht geleckt hat. Juhu! Meine Ohren, meine schönen Ohren. Kapitänzufahrt wahrscheinlich Richtung Ost. Hier Graben bauen. Macht mal zwei kurze Gräben Richtung Nordosten. Feuer? Gefecht? Nee, das war rot. Wir haben die Fenster angeschossen. Ja. Da kommt noch ein Fahrzeug. Ja, das ist der KPZ. KPZ und... Ne, BMP 3 ist das nicht. Ja, jetzt an alle mit Obacht. Wir haben akustisch KPZ über Straße. In Zufahrt jetzt. Wie ist denn das jetzt? Ich fahre jetzt Südost. Das hat sie uns raus.
Naja, aber jetzt klingt es auch nicht mal wie ein KPZ. Irgendwie so PMP oder sowas. PA getroffen. Anhalten und reparieren. Halt an. Da sehe ich nix, 067. Alpha 3 meldet bekämpft, ein Feind im WP2. Wir müssen da ein Stück weiter vor, sonst sehen wir nix. Ja, die Position ist jetzt gar gar für uns. Wir sehen Licht und die sehen was und kriegen Raketen. 1 von 2 mit. Alpha 1, wiederholen Sie. 2 ist ausgefallen durch KPZ. KPZ war nicht sichtbar. Ist das laut? Ja, 1, also so verstanden. 2, wenn möglich nachführen. Trennung 4 für 1 kommen. 057, 057 an der Flussseite. Perfekte Stille. Hä? Ja, nix 057. Alpha 4 für Alpha 1, komm. Fahrzeug. Ja, Alpha 4, komm. Ja, Alpha 1, somit Alpha 2 ausgefallen. BTR 058 wird auf ja, die Brücke. Ja, haben noch keine Sicht auf KPZ von uns aus nach hinter Kurve, aber sind bereit, komm. Alpha 1 ist so verstanden, mit Meldung, wenn KPZ sichtbar ist, Ende. Alpha 4 hat KPZ angeschossen mit Mels. KPZ zieht sich zurück, hat genebelt. Schon dran. Hm? Ach nee, du hast auch eine gebuddet. Ja. Ich hab ja auch eine große gebuddet. Also, ich mag den großen nicht. Auch selbst
von hier siehst du nicht viel mehr. Wie hat denn der was gesehen? Alpha 4 hat bekämpft einen T-80. Alpha 1 so verstanden. Ja, Alpha 4 gleich eine Meldung. Spike Ende, komm. Ja, Alpha 1, ja, so bestätigt. Frage, Möglichkeit tauschen mit Alpha 3, komm. Was ist denn T-80 wieder? Ja, verstanden, T-80 tauschen. Kurier, Alpha 3 tauscht mit 4. Ja, jetzt bestätigt durch für ein Ende. Alpha 1, hier Pi-Gruppe, kommen. Alpha 1 hört. Pi-Gruppe weicht jetzt aus, bis Sperre bereitet vor, schließt Sperre, komm. Alpha 1 so bestätigt, komm. Pi-Gruppe Ende. Pi-Gruppe von Alpha 2 kommt. Hier Pi-Gruppe kommen. Alpha 2 beim Nachrücken wird in Kürze Sperre 1 überschreiten. Nicht schließen, komm. Ja, hier Pi-Gruppe, ich wiederhole, Sperre wird erst auf Befehl geschlossen. Komm. War im Funk anders verständlich, so verstanden. Ende. Schütze bekämpft bei unserer Stellung. Gottsberg, komm mal hier nach links. Naja, wie ist vorne noch einige Kram? Sieht man dort ein bisschen mehr? Ja. Hey, Junge, Alter, ich bin nicht mal. Du bist halt tiefer und du kannst halt mehr unter den Bäumen drunter durchgucken. BMP3 auf der Hauptstraße. Ja, Alpha 1 mit Meldung BMP3 auf Hauptstraße erkannt. Muss ich mir gleich anhören. Hör ich zu, versteht mich hier. Und T90. Auf Hauptstraße schießt mit ATGM. Ja, Alpha 1 des weiteren T90 auf Hauptstraße. Ich glaube, der hat Alpha 2 nochmal abgeschossen. Alpha 2 war schon die ganze Zeit abgeschossen. Ne, Alpha 3, das war Alpha 3, der hat auf Alpha 3 geschossen. Ja, Alpha 3 getroffen, haben genebelt, ziehen es erstmal zurück. Alpha 1 so verstanden. Alpha 2 in Kürze vor Ort übernimmt. Alpha 3 ist noch Alpha nicht 3. ausgefallen, die haben sich lediglich zurückgezogen durch Treffer KPZ. Alpha 3 mit Info KPZ und BMP3 auf Straße mit direkter Schusslinie. Bravo 1 für Alpha 1, komm. Alpha 1, ja, komm. Ja, Alpha 1, prüfe Möglichkeit BMP bzw. KPZ auf Straße zu bekämpfen, Infanterie, komm. Dann müssen wir die Flussseite wieder kreuzen. Ja, Alpha 1, er müsste Sicht auf Alpha 3 haben, das heißt von der Kreuzung ebenfalls möglich, komm. Möglich, aber dann laufen wir genau vor seinem Lauf. Ja, Alpha 1, einfach mal prüfen, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. T90 verlegt jetzt wieder Richtung Osten. Hält jetzt auf der linken Straßenseite. Ist teilgedeckt hinter dem BADM-Flock. Alpha 4 für Alpha 1 kommen. Ja, Alpha 4 kommen. Ja, Alpha 1, Frage: Kann Bravo 4 Panzervernichtungstrupp bilden und den, zumindest den T90 rausnehmen? Kommen. Ja, Bravo 4 prüft schon die ganze Zeit auf Schusslinie. Meldung in Kürze.
Sollen wir es jetzt versuchen oder nicht, Maxi? Selbstmord. Ja, wofür gibt's blau? Sonst. Zum Überwachen des Flusses. Panzerfaust vernichtet, BMP 3 auf Straße. Dahinter noch Kampfpanzer. Und gemeldet weiterer BRDM. Ja, ja, fein, so verstanden. Feindlicher BRDM, ATGM vernichtet. KPZ wieder in Bewegung. Ich hab's verstanden, schafft ihr den KPZ auch noch? Der BMP ist bekämpft, komm. Wurde abgelenkt. Treffer. Der 90 sollte eigentlich keine Puma-Rakete ablenken. Also selbst wenn der hier über die Straße kommen würde, ich kriechen von hier nicht. Fahrer 1 komm. Infanterie vom KPZ ist raus. F1 hat komm. Ja, F1 Panzer voraus, auf Straße ist bekämpft, ihr könnt abbrechen, komm. Ja, hast du verstanden, brechen, ja. Und du läuft Granaten auf uns. Und brennt. Gar nicht angefangen. Da drüben ist ein Schütze. 051, zwei Schützen. Ich komm mal. Einer bekämpft, links davon war noch einer. Ist nur zu heiß da vorne. Wo hast du noch Feinde, Maxi? Ja, F1, feindliche Schützen auf 077 gegenüber Fluss. Ja, die sehen uns, aber die haben mich gerade getroffen. Notstatus. Wir kriegen Beschuss rein, aber sonst in Ordnung grün. Kasper, du hast ja gerade so viel zu tun. Darf ich bitten? Alpha 3 für 1, Fragestatus. Wie ist dich getroffen? 8, 3, 8, Gott. Du bist gemutet, Kasper. Gut, dass du sagst. Ich hab keine Ahnung, aber du bist fertig. Ja, ja, Alpha 3 derzeit noch in der Reparatur, ja. Waffenanlage noch nicht kampffähig. Circa 3 Minuten kommen. Ja, Alpha 1 so verstanden, melden, wenn fertig, dann Alpha 3 und 4 vorbereiten, ausweichen auf zweite schwarze Linie bei Markierung kommen. Ja, verstanden, Alpha 3 und 4 mit Infanterie bereiten vor, fertig, Meldung soweit bereit, warten Sie. Mal ein Lucky Shot, also echt mal. Du warst sofort. Du getroffen oder was? Sofort tot. Warst sofort tot. Okay. Oh.
glaube ich. Ja, auf uns. Oh, ich das gerade gehört. Mal, wenn ich jedes Mal einen Euro bekommen würde, wenn mich ein Lucky Leg Headshot heute rausnimmt. Hättest du schon 2 Euro, was nicht viel ist, aber es ist seltsam, dass es zweimal passiert ist. Ja. Nee, es ist Akustik wieder weg. Lustig ist, ich kann da noch genau durchschauen durch den Mirror. Jetzt kommen wieder auf. Ist Akustik wieder da? Fahrzeug Zufahrt aus Nordost. Wahrscheinlich über Straße. Also wenn es da vorne steht, kann es 200 Meter. BMP 2 Zufahrt, öffnen Feuerkampf. Ist fern. 2 BMP 2. Auf Straße 3 BMP 2. Ah, jetzt hat er gesehen, wo er nicht genebelt hat. Mies. Nächster BMP 3. Jetzt verzieht sich der andere Nebel. Kann noch durchschauen. Der Bimpf. Ja, aber hier nicht, wo du einen Schuss setzen könntest. Doch, ich habe eine Position. Wir haben einen Verlegepanzer P. Verlegepanzer P? Ja, Pionier. Wir haben einen alten DDR-Brückenlegepanzer ausgepackt. So andere Legepanzer? BMP 2 bricht durch. Besatzung ab. Und die einen Pionier, die haben ja. Die können ja durchs Wasser fahren. Aber nicht mit allem. 2 an alle. Ist da noch jemand aus dem Funkkreis außer mir? Alpha 1 hört. Bekämpft ihr irgendwelche Ziele oder sind wir die einzigen? Ja, 1-3 ist noch in Reparatur, momentan auch nur hier Sicht kommen. Schätzungsweise 3 SWZ BMP 2 vernichtet, ein BMP 3 Verlegepanzer ebenfalls vernichtet, Infanterie abgesessen, wir führen Feuerkampf. Ja, F1, Frage, braucht ihr Unterstützung in aktueller Position? Komm. Ja, Richtung Nordosten auch jetzt Nebel. Jetzt wird nachgenebelt, ich vermute zweite Welle. Dann auf meiner Position brauche ich Unterstützung. Straße. Ja, F1 so verstanden. Ich verlege auf Straße. F1, komm. F1 hört, komm. Ja, F1, ich muss nach links verlegen, um Straße abzudecken. Seid dann erstmal auf euch gestellt, komm. Ja, so verstanden. Alpha 1, 4 rücken. F1 so bestätigt. Eins von zwei, wir haben jetzt keine Sicht mehr. Artillerie. Der Nebel. Wir haben jetzt genau auf uns drauf, Nebel. Scheiße. Sicht auf Straße jetzt vorhanden. Blau. Ja. Hinter uns Richtung 212, grünes Haus.
1, 2, grünes Haus. Geh mal da rein. Aber 3 ist nicht mehr da, das heißt, unsere rechte Flanke ist auf. Kasper, komm du mit mir mit. Alpha 1 hört, bitte kommen. Alpha 1 hört. Ja, Delta-Zug meldet parallel zu Vorstoßversuch an ihrer Brücke. Brückenlegepanzer gesichtet bei Brücken Nummer 4. Dort Feinddruck gerade sehr hoch. Vermutlich möglich, dem Feind ist es möglich, dort Brücke zu legen. Kommen. Hier Alpha 1, wiederholen Sie, wo ist es möglich, eine Brücke zu legen? Kommen. Vermutlich in Kürze Feindbrücke bei Bereich Brücke Nummer 4. Gefechtsstreifen Delta, kommen. Ja, Alpha 1, so verstanden. Frage, zieht Delta sich zurück, kommen? Derzeit noch nicht, steht derzeit noch im Kampf um Brücke, meldet sich in Kürze mit Lageinformationen. Ende. Drei hier, 1 kommen. 3 hört, kommen. Aus dem aktuellen Gebäude ist die Sicht 50 Meter und nur für einen Schützen einsehbar. Ja, rein, so verstanden. Okay, mein Mikro war um. Ich konnte nicht anfunken, weil ich habe ihn auch gerade angefunkt. Ja. Die ist halt sehr geschossen. Nee, Erdgeschoss hat auch keine Aussicht in die Richtung. Dann geht halt hinter das Haus und glaubt euch links und rechts im Graben. Ja, trotzdem ist nur 50 Meter bis zum Haus da oben, weil da eine Gruppe ist. Denkt mir schon was. Gut. Eins von zwei kommen. Eins hört. Der Feinddruck bei uns im Moment weniger stark. Ich würde vorschlagen, wir weichen aus, munitionieren auf, beziehen dann die nächste Stellung. Kommen. Ja, eins, du kannst bereits durchführen. Ich werde noch kurz hier verweilen. Komm. So verstanden, auch auf mich bezogen, weiche aus. Richtung Nord-Nord-Ost. Oder Nord-Ost. Also wahrscheinlich über die Straße. Bravo 1, Alpha 1, komm. Bravo 1, hört, komm. Ja, Alpha 1, Frage, habt ihr da Richtung Ost noch Kontakte? Negativ, wir können den Flussübergang nicht wirklich mehr halten, weil Bravo 3 nicht mehr da ist. Ja, Alpha 1, wenn das nicht mehr möglich ist, dann kommt zu mir und bereitet Aufsitzen vor, komm. Ja, so verstanden. Wir kommen zu euch und sitzen auf. Da kommt trotzdem noch was angefahren. Ja, ja. Also ich. Okay, Trupp zurück zu Alpha und aufsitzen. Also nicht aufsitzen, sondern einfach zurück zum Alpha. Erstmal. Eins geht. Mit zwei geht. Mit dem Gebäude. T90 Hauptstraße. Gefolgt von dem BIDM. ATGM. Ich finde mehr. Jetzt gerade die Dauer. Ja, das ist der Nebel. Das ist der Artillerienebel, der klingt genauso. Ja, aber die Rakete, die war ja jetzt so. Abstand vom Alpha. Ja, nehmen wir schon, ob wir schon
mal rechts vorbei von euch. Rainer, bevor die das nicht bekämpft haben, brauchst du, glaube ich, nicht aussitzen. Achso, es ist KBZ und ATGM. Mhm. Das ist jetzt, da fährt aber noch was. KBZ hervorrückt. Ja, dann wir kurz Licht ausmachen. Aber ins Aufsitzen. Was? OBZ Berlin Info, Durchbruch bei Delta, Durchbruch bei Delta, Delta zieht sich zurück. Charlie ebenso. Ja, Alpha 1 mit Lageinfo, ebenfalls Durchbruch bei Alpha 1, T90 auf Straße, kann nicht mehr bekämpft werden, keine Mittel mehr. Ja, OBZ somit, alle Teile Rückzug, alle Teile Rückzug. Ich denke, wir machen keinen Rückzug. Nein, wir weichen. Fünf sitzt. Mittel, Leute. Mittel. Trupp sitzt. Denkt an Munition. Sitzt der Trupp? Ja, Trupp sitzt. Fahrer, Rückwärtsmarsch auf markierte Position Alpha 1. Ich glaube, der Trupp sitzt. Alter, da kommt der KPZ. Irgendwie Börre bist rein. Immer schon auf die Kanone musst du rauf. Ich bin nicht so sicher hier in den Eisen sorgen. Ja, du triffst die Kanone nicht. Der hat keine Chance. Ja. Das ist deine eigene Schütze. Dein! Alles unter Kontrolle, Liebchen. Ich mache ja schließlich die letzten 10 Missionen nichts anderes mehr. Als vorn oder? Ich will nicht drüber reden. Ich fahre jetzt wieder direkt in Sicht von dem KPZ. Weiter zurück. Und das Gebäude. Und stopp. Infanterie absitzen und Stellung beziehen. Ja, absitzen. Sag's da. Gucken wir mal, mit was wir arbeiten. Oh. Programmfrei Alpha. Ach stimmt. Ah, da habt ihr was schönes Rot. Aus dem Weg. Aus dem Weg gering Kaliber. Was mache ich denn mit Blau? Was mache ich denn mit euch? Lass uns irgendwo hin, wo wir auf 400 Metern KPZ zerstören. Janis Nayu? Ich hab jemanden verloren. Ja, Janis Nayu. Ich weiß es nicht. Ja, Erstgang, du sollst ins Gebäude rein. Ah, ins Gebäude? Da ist er. Hier bin ich. Ja, wir sind wieder oben. Ist diesmal wie ein bisschen scheiße das Haus, aber... Immer nur meckern. Ja, also... Gibt man ihm die Overwatch-Position, dann wird es trotzdem gemeckert. Maxi? Maxi, der Holzzaun Richtung... Bringt uns aber nicht viel. Kommt mal hier nach rechts. Ich wollte nur sagen, der ist genau 400 Meter Richtung 4-5. Kommt mal zu mir. So, alle bis auf Rot. Müssen wir aufhören zu graben? Ich bin schon längst fertig. Ja, das ist halt irgendwie komisch, das hat vorher. Äh, 440 Meter bis zu der Halle. Ja. Also, wir bleiben jetzt hier, machen hier eine Verteidigungslinie aus Gräben, so von Ost bis Nordost. Und bekämpfen alles, was da rechts aus diesem Wald kommt.
können hier die Zufahrtsstraße von Osten dazu abdecken, falls da ein Fahrzeug kommt. Wenn da ein Fahrzeug kommt, die sind bei Delta über die Brücke gekommen. Zumindest haben die da einen eigenen Brückenkopf verlegt. Ich sehe auf 800 Metern einen Panzer. Ich weiß aber, der ist, glaube ich, nicht bekämpft. Richtung 039. Bravo 1, hört 1, komm. 900 Bravo Meter. 1, hört, komm. 810. Ja, Alpha 1, wir haben geschossen auf T90 Richtung 049, Markierung folgt, der ist abgesessen. Ist der, warte mal. Zeus von Alpha 2 kommen. Ich sage einfach Z. 049 von seiner Richtung aus. Ja. Na, warte, ich schau mal, ob das der. Da steht auf der anderen Flussseite noch. Von uns waren es ja, ja, das drei. Ist der. Das ist der. Okay. Haben wir Drohne im Anflug? Nord, Nord, Ost. Und was sind, kommt noch ein Fahrzeug? Kasper, komm mal zu mir. Kann schon schnell helfen. Artillerie? Ja, gerade mal fertig. Verstanden. Du kommst. Da ist er. 241, Fahrstatus. Nachdem wir den Container Munition wieder aus dem SPZ ausgeladen haben, in Kürze vor Ort. Ja, Alpha 1, wenn vor Ort angekommen, mich aus der Stellung herauslösen. Wir haben bereits die Stellung errichtet, damit ich auch munitionieren kann. Komm. So verstanden. Fahrzeug, Ost und Ost, weit. Ja, habe ich auch gerade, wollte ich auch gerade melden. Drei und 4, 4, 1, Frage, Status, Munition, komm. Ja, hier Alpha 3 und 4. Alpha 4 weiterhin ohne Mels, Alpha 3 soweit noch voll Kampfbeladen, komm. Ja, 1 ist so verstanden, dann 4 lösen aus der Formation zum Aufmunitionieren, komm. Verstanden, 4 Munition drauf, 3 verbleibt. Eins, wenn noch. Fahrzeug wird lauter. Ost und Ost. Mach mal PA bereit. Das kommt aus der Oststraße. Getroffen, nicht. Keine Wirkung. T90, das ist T90. 070. Zweite nachschießen. Alpha Osten ist ein T90. Ja, Alpha 1 Markierung. Karte markiert. Der ist schon ziemlich nah. Kommt dann am Boden. T90 zerstört. Kasper, kümmere dich mal um Konrad. Da steht links davon noch ein BTR. BTR, gleiche Position wie BMP.
für Bravo kommen? Alpha 1 hört. Bei dem BMP, den du gerade zerstört hast, steht genau dahinter in BTR. Ja, Alpha 1 haben wir so mit, haben wir keine Sicht drauf. Jetzt fährt er genau für. Jetzt steht er genau hinter dem BMP. Ja, ich hab ihn. Ja, sehr schön. Schau mal, ob ich was bei Konrad tun kann. Wir hoffen, dass ich nicht. Also, dieser Graben hier, den da angefangen hat. BMP ist noch aktiv, fährt jetzt zurück. Eieieiei. Roll. So. Konrad, wir müssen mal schauen. Ein Kopfschuss! Ja, Alpha 1, der T90 auf 098 brennt. Etwas Spucke! Ach ja, den hab ich. Und Matsch. Also, Erde. Dann machen wir mit der Spucke mal Matsch raus und dann füllen wir die Löcher. Bleib liegen. Mhm. Der T90 hat meine PA überlebt, das war gemein. Fertig, Konrad. Ja, wir haben. Infanterie in Gruppe. Noch da, Maxi? Wir haben eine Infanterie Gruppe bei der neuen Markierung. Wir können nicht bekämpfen, weil der BTR uns noch wegschiebt. Ja, FA1, erstmal Köpfe runterhalten. BTR ist bei uns nicht zu sehen. Ich wollte nur ein bisschen höher, dass wir hier besser kriegen können, Enrico. Das ist die erste Zeit, dass ich das Ding höher putzen kann. Ja, hab's gefunden. Weil der ist nämlich extrem gut, einfach dahinter entlang gelaufen. Dort geht man aus dem Gebäude raus, verteilt euch links und rechts vom Gebäude und baut Sicht auf Richtung Osten, Südosten. Jawohl. Alpha 3 fährt vor nach rechts. Ja, eins bestätigt noch ein BTR und jede Menge Infanterie auf der rechten Seite. Ja, ist aber wahrscheinlich nur ein Schießer oder so. 3 hier, eins kommen. 3 hat kommen. Wir haben jetzt noch PA-Kapazität aktuell. Wenn ihr keine habt, dann haben wir keine mehr. Dann haben wir keine mehr. Antalist 089. Die Alpha 1 BTR auf 144 bekämpft. Antalist 084, die kommen immer wieder durch den Wald durch. Ich habe 115 auch noch Infanteristen, da sind alle bekämpft. PA, Richtung 075 am Haus. Ist bekämpft. FK-Schütze 07. Und wo? Alpha 1 hört Alpha 2. Wir sind vor Ort. Querfahrt eigenes Fahrzeug weicht aus. Ich könnte vorstoßen oder vor Ort bleiben. Mit Auftrag T90 bekämpfen, beides Spikes besetzt. Alpha 1 Status ist momentan kein T90 aktiv, alle bekämpft. 2 Stellung bei Alpha 1 markiert einnehmen, links vom Gebäude, ich markiere neu. Verstanden Sie noch?
3 hier 1 kommen. Bau 3 soeben bekämpft, BADM ATGM. Hat zu kurz geschossen. Ein großer PA-Schütze bekämpft. Noch ein Schütze 071. Hi. MG von 064, vielleicht Fahrzeuge. Feindliche Drohne Richtung 060 im Linksflug. Charlie und Delta Zug melden enormen Feinddruck, müssen sich langsam und weiter aus Ortschaft zurückziehen, haben in Kürze Ortschaft verloren. Kommen. Konrad? Ja. Ich will mal kurz auf Toilette. Ja, ja, mach das, aber versteck dich besser. Ebenfalls weiter ausweichen, komm. Er positiv für stark gegeben. Bis zum Ende. Profi 1, komm. Einfach Richtung 065, wie der Alpha 1 momentan Feuerkampf im BTR 066 vorbereiten, meine Infanterie aufnehmen, zur nächsten Linie ausweichen. Ich würde dann direkt auf Munitionieren kommen. Ja, verstanden. Wir halten Stellung und warten auf Bravo 1. Ja, Alpha 1, jetzt Bravo auf Funk übernehmen. Ich weiche aus zum Aufmunitionieren. Komm. Verstanden. Bravo von Alpha 2 melde mich im Funkkreis an. Wie hören Sie mich kommen? Bravo, hör sie gut. Sehr gut, wie ist die Lage vor Ort? Lage im Moment kein Feinddruck. Ja. Kannst du wieder vorstoßen auf Haltelinie Klein? Sehen wir schon. Macht keinen großen Sinn, wir haben Sicht auf die Haltelinie Klein. Unsere aktuelle Position können wir halten, wir haben hier genug Gräben. Ja, du hast dich gerade auf die Haltelinie bewegt, das passt. Sollte der Feinddruck zu stark werden, ich warte hier und ihr könnt bei mir aufsitzen, dann weichen wir aus. Also verstanden. Nur zur Info, meine aktuelle Position ist die vorderste Verteidigungsposition, die wir haben. Ja, verstanden. Infanterist 072 und bekämpft. Noch einer? 077?
441, Fragestatus. E4, auf, wie Sie dann beendet, Frage wieder vor zu eigenen Kräften kommen. Maxi, komm mal kurz her. Was denn? Ist das Fahrzeug so da bestätigt. Ich verlege auf 071 bekämpft? 4, rechts vom... Muss bekämpft sein. Ja, kann Markierung da sehe ich rechts noch ein ganzes, aber... Frage global kommen. Ja, 1 bestätigt, ist zurück. Neben der, habe ich gerade verschoben, ist neben der Alpha 3 Markierung alt, komm. Ja, Alpha 4 erkannt, sammelt dort mit S-Plätzen in Infanterie, komm. Alpha 1 bestätigt, Ende. Ich gehe wieder zurück zu Chaos Bang. Alles klar. Ist jemand verletzt? Positiv. Ja, dann behandeln lassen. Karlsberg, kommst du dir? Beschuss 015. Schütze 055. Moin, Enrico, dann zusammen rumlaufen. Kämpft. 24 Sekunden. Was? 24 Sekunden? Jo. Das war ja dann mehr. Hier ist noch 10. Scheinbar. Ich weiß nicht, was du abbekommen hast. Fertig. Okay, sonst hast du den überhaupt bin für Maxi. Danke. KPZ aus der Ortschaft. Oder BMP3, ich klemme Hand hier auf. Ja, BMP3, Sicht bestätigt. Richtung 120. Ja, der ist auf dem... auf der Kreuzung. Dehnt wieder ab, 230 Meter. 10 rote Schüsse. Er ist an den Baum gefahren, flippt gerade. Ne, er hat sich wieder gefangen. Noch ein Fahrzeug. Macht DPA bereit, das glaube ich könnte wieder ein BMP sein oder ein. Oh, Alter, die scheiß Büschen. Ja, ich sehe auch gar nichts. Mann. Ich bin rechts von dir, Enrico. Das ist Infanterie an dem Ort, ich pack's. Ja, das sehe ich auch. Seht den BMP3? Ja, ja, ich hab's gerade gesehen. 180 Meter war das. Alpha 3 hat gekämpft, rechts. Feindchen BMP3 rechts. Noch ein zwei. Da ist noch ein zweiter. Kommt bei der gleichen Position raus wie der andere. Ja, BMP2 Richtung 119. Verschossen. Ja. Rechts, rechts, Enrico. Was? Weiter rechts. Infanteriegruppe 068. Magazin leer. Ja, ich hatte gerade Ladehemmung. Ihr habt die Besatzung. OPZ für Alpha 1. Wir stehen noch unter Beschuss. Die OPZ kommen. Ja, Alpha 1, bitte Munition bei Versorgungspunkt kommen. Kommt. Ende. Wieder Fahrzeug. Fahrzeug. Ja, keine PA-Kapazität. Bravo 1 kommen. Wir haben keine PA-Kapazität mehr. Verstanden.
Ja, Alpha 4 meldet Ausfall Alpha 3 durch vermutlich BMP3. Am Bug ist gerade einer hinter uns hier über Haus gelaufen. Alpha 2, oh, für Bravo 1 kommen. Enrico? Ja. Enrico, auf Munition am PA. Bei gelbem Rauch, Feind. Rechts vom gelben Rauch, Schütze. Grenadier. Das ist automatisch hier. So, PA habe ich bin wieder raus. Enrico kommt noch. Granaten auf Alpha. Weicher Ort. Bravo 3 unter starkem Feuer, weicht ebenfalls aus. Alpha 2 für Bravo 1 kommen. Ich glaube, Enrico ist ausgefallen. Nein, Enrico ist bei mir. Alles klar. Steig jetzt aus. Ich würde vorschlagen, wir weichen langsam aus. Verstanden, aussitzen. Truppe aussitzen. Bei Alpha 2. Ja, wurden sonst. Bravo, hab ich gerade drauf gesessen. Ja, weg. Wieder zurück in den Wald, wir weichen zu Fuß aus Richtung Südwesten. Der ist einfach zu den Gebäuden durchgelaufen. Werft Rauch Richtung Osten. Nebelwand steht gleich, schon mal zurück zu Richtung Südwesten. Bravo 1, 2, Alpha 1, kommen. Bravo 1, hört, komm. Ja, Alpha 1, wir sind auf der Weg, auf dem Weg zur Hauptstraße bei Markierung Alpha 1, wenn möglich dorthin ausweichen, kommen. Verstanden. Ich hab gleich keine Ausdauer mehr zum Sprinten. So, 4, 1, Fahrstatus. Ich muss auf taktisches Laufen gehen. Jetzt Richtung Westen und dann zur Ortschaft vorbei. Leute, macht das. Befürchte auch nicht. Also selbst wenn, kriegen wir sie dann heraus, Maxi. Richtung Westen über die Hügelkuppe und dann kommen wir zu unseren Alpha. So schade, dass Amazon so ein schlechtes. Nico, soll ich dich tragen? Es ist so traurig, dass Amazon so ein schlechtes Spiel ist und sobald da mal ein bisschen Bewegung, KI und Effekte im Spiel sind, das Game anfangen muss zu lange. Ja. Wirklich, ey. Es wäre noch doppelt so, ich find's schon geil, es wäre noch doppelt so geil, wenn es einfach nicht die ganze Zeit längen würde, sobald dann mal ein bisschen Gegenstoß kommt. Mit Arma 4 wird aber alles besser. Ja, genau. Bis dahin bin ich im Grab, Alter. Es kommt bestimmt innerhalb der nächsten 10 Jahre. Sag ich doch. Bis dahin bin ich im Grab. Das sind ja Mats Lieder. Ey, ich hab das ja überlebt, das ist schon länger als erwartet. Alles gut. Ich brauche dann aber auch gleich deine Dienste. Ja, ich auch. Ich bin sogar noch am Bluten, aber... Ja, ich auch. Die Perle haben dann schon wieder getroffen. Direkt zum Alpha 1 verlegen, aufmunitionieren, wenn ihr müsst, und da bei den Gebäuden verteilen. Lasst die Feuerwehr von der Line. Wir sind verloren. Alpha 3 und 4 für 1, Fragestatus. Norbert Lehmann. Alpha 3 und 4 sind vor Ort, haben sich zurückgezogen aufgrund feindlicher BMP 3 mit eigener Infanterie jetzt auf Höhe eigener Kommen. Muss ich auch mitzunehmen, Konrad?
Nein, ich war gerade auf dem Alpha 2. Neben den Alpha, ja, Alpha 1, so verstanden. Ich setze neue passiert. Markierung für Alpha 4, Flanke rechts abdecken. Haben wir gewonnen. Naja, wenn Krüger unterwegs ist, dann haben wir gewonnen. Ja, Krüger ist wahrscheinlich im Hinterland und macht die gerade alle nass, deswegen kriegen wir hier auch nur die Hälfte davon ab. Krüger führt gerade Delta und Charlie. Alpha 1 an noch. Ja, Krüger führt gerade alles, den ganzen, die ganze Bundeswehr. Kannst du mal Munition fassen? Ja. Absoluter, absoluter Ehrenkrüger. Hatte ich Konrad. Ja, Chat, der Typ. Ohne Witz mal, Alter. Krüger steht wahrscheinlich einfach da hinten an dem gelben Gebäude und T-Post einfach noch. Deswegen kommen die Gegner nicht her. Nein, nein, die haben, und was macht der feindliche Krüger? Über den fahren die Panzer drüber, damit sie nicht durchs Wasser müssen. Ja, klar. Der T-Post, eine Brücke. Die Maschine. Oh. Da bin ich. Eine Fresse, wie kriegt denn jetzt dieses scheiß Fenster hier weg? Was für ein Fenster? Das geht. Was für ein Fenster, Enrico? Das war so oft ploppt, wenn du irgendwas machen willst im Windows. Irgendwas machen willst im Windows, meinst du Windows? Ja, hm? So aktualisieren, bla. Baut mal hier neu, zwischen dem Kram. Kontakt 124, Infanteriegruppe, ca. 300. Das hängt ja gerade bei mir voll im Bildschirm drin. Ich hab's geschafft, ich hab'n Alpha leer geschossen. Finde ich gut. Maxi, man hört dich nicht. Bei mir sammeln Nudelwillen. Meinst du den Task Manager? Feuerfrau auf Ziele 127. Alpha in der Mitte. Rot zu mir, kommt zu mir nach rechts. Noch ein Schütze bekämpft. Alpha 1 BMP 2 auf 098, wir bekämpfen. Wo ist das Fenster denn, Enrico? Mittendrin oder? Nein, Schaustage, das behandeln mal rot. Sorry, Enrico. Ich komme in eine Behandlung, keine Sorge. Der braucht keine Behandlung, der braucht einen Tech-Support. Okay, was ist denn los? Nö, nee, bei mir ist das alles gut. Okay. Den längsten Graben gebaut, ja. Alpha 3 für Alpha 1 kommen. Hier, Alpha 3 kommen. Oh, jetzt wird doch nur noch absolut unpassend. Ja, Alpha 1 habe neue Position für Alpha 3 ebenfalls nach rechts passiert. Von oben markiert, kommen. Hast du wegbekommen? Ja, ja. Gut. Ja, Alpha 3 steht bereits bei Position Alpha 3 kommen. Hier Alpha 1 jetzt so erkannt, Frage, Alpha 4 jetzt auch verschoben, so erkannt, Ende. Blau und Grün verlegen zu mir, ich bin ganz rechts, ich bin hinter Rot. Fahrzeug abschleppen war auch immer sowas. Neuer Kontakt. Ah. Ja, wir bauen hier Schützengraben, noch zwei oder drei, und dann richten wir uns hier an der Hügelkuppel zur Verteidigung auf. Alpha 3 mit PA beschossen, hat genebelt. Verteile euch hier richtig schön in den Stellungen. Vor ans Haus.
Kontakt 112 BDR hinter Hügelkante. So, verstanden. Markieren und dann zu mir. Hast du Kontakt bestätigt von Blau? Dann lass den Blau markieren, Rode müsste jetzt zu mir. 241, komm. 2. Ja, ich könnte noch bekämpfen. Der Feind immer noch Hauptkampf Richtung Südost. Ja, Nordost. Ja, Fahrzeug ist wieder in Bewegung. Die ganze Zeit frei. 2, jetzt halten. Verlegen auf Position Bravo 1, dort unterstützen, ja. Sichtkontakt zum Feind besteht, komm. Ja, verstanden, dann arbeite ich auf 100 Meter, richtig? So, wir haben bei mir jetzt gerade aktuell eigentlich vor 20 Meter. Negativ, Feind ist definitiv weiter entfernt. Schöner. Ja, Fahrzeug ist außerhalb der Reichweite, Tipp, ja. Ja, dann markiert das mal grob, vielleicht kann das Alpha 3 bekämpfen. Markierung BMP3 steht. Ist nicht aktuell, ist eine grobe Markierung. Da nicht. Ne, das ist ein Haus. Okay. Ich höre. Ja, da kommt ein Fahrzeug. Panzer 055. KPZ 055, T90 auf der Hauptstraße. Entfernung. Oh, da steht so weg. Feindliche Fahrzeuge auf Straße T90 und BRDM ATGM. Der fährt. Ja, vielen Dank. Der ist jetzt 600 Meter weg. Ich sehe den. Okay, der raucht. Ich sehe den BRDM ATGM. Ja, der ist okay. Auch gleich kaputt. Ja. T90 hat geraucht, hat aber nicht gereicht. Scheiße. Kasper, mach dich mal bereit, vom Alpha noch zusammenzuflicken, was du kannst. Alpha, Bravo, komm. 241, komm. 241. Ja, 1, Komplettausfall durch BRDM ATGM, ist jedoch bekämpft. Der hat die letzte Rakete noch geschossen, wir rücken nach. Ja, übernehmen die alte Stellung, die ich vorher hatte. Ist noch was? Da ist noch eine ATGM. Alpha, mit Langinfo musst du uns hinter Hangs zurückziehen. Schuss durch Raketen aus Ortschaft. Wieder Fahrzeug, ich hör's. Ich auch, aber ich weiß nicht von wo. Audio, Fahrzeug Osten. Ja, bereit. Mach ich. Entweder kommt er da durch oder er kommt von links. Vorher sind sie da links, also das ist Richtung 104, 105 gekommen. 344. 3, hört. Ja, ich glaube, da ist nichts zu machen. Einer liegt draußen, ist tot, die anderen, wenn sie leben, sitzen sie drin, dann komme ich dann rein. 3-4. Ja, dann kommen wir zurück. Ja, 1-4, wir weichen weiter aus, auf nächste Linie Markierung stehen, komm. Drei und vier mit. 2 weichen aus, kein Feinddruck, kein Feind. Fahrzeug, wir weichen aus. Ich sehe es. Entfernung, das ist ein T90. Rechts vom, jetzt hinterm gelben Gebäude. Nicht mehr. Ja, er ist jetzt schon dahinter. Bestätigt, 2 hat keinen Feinddruck, jedoch 3 und 4 hat Feinddruck aus Ost. Im gelben Gebäude sind es 200 Meter. Ja, ich seh, weiß halt nicht, wo er vorbeikommt. Ich glaube, der kommt jetzt links vorbei. Ja, ja, links. Da ist er. Warte mal. 240? 230? Das fährt viel zu schnell, den kann ich nicht treffen. Achtung, Alpha 2 vor, ich kommt ein T90. Der kommt aus Südosten, fährt nach Nordwesten. Der ist 200 Meter vor unserer Position. Wir weichen aus wie befohlen. Ein paar Meter zurück. Ich schau rechts, du schaust links, ob einer kommt, okay? Der kommt links weiter. Guck links. Ja, aber der kommt wahrscheinlich nie so weit links, dass ich den treffe. Okay, komm. 200.
Ja, 1 Infanterie T90 auf Straße. Rot. Fahrt mal weiter zurück, wenn ihr wollt. Wir sind ausgewichen auf befohlene Position Alpha 2, stehen bei Alpha 2. Ja, 1, ja, warum hast du meine Infanterie nicht mitgenommen? Ja, Mensch. Er war leider echt zu schnell. Wir weichen aus durch den Wald. Oder jetzt machen durch den Wald. Richtung Südwest. Warte, der fährt wieder. Ach, mir kann. Kommt rechts. 053, hol die PH wieder raus. Ich hab sie schon, ich hab sie. 230, 238, ja. 240. Jetzt steht er genau hinter dem Baum. 248. Ja, 1 Infanterie anweisen, ja, über Chance. Wald zurück auf Position Alpha 1 markiert verlegen. Verstanden. Geht weiter Richtung Nordwesten. Der KPZ, der fährt Richtung Südosten weg. Wer auch immer da noch vorne wartet, auch zurückfallen. Bravo, auf meine Position, Straße links, aufrücken, jetzt! Richtung Nord, Richtung Nordwesten zum Alpha. Sollen wir aufsitzen oder was ist der Plan? Aufsitzen. Truppe aufsitzen. Da kann nichts kommen. Noch alles im Blick. Rechte Grenze Haus 068, linke Grenze 058. Naja. Fünf sitzt. Sind wir voll, oder? Nein, okay. Noch lange nicht, leider. Nee. Alles gut. Macht nichts, wenn es schnell geht. Wie viele Infanterie vor uns da irgendwo auf der Freifläche? Rechts. Alpha 3 und 4 in Position. Aktuell in Sicht, genau, Sichtlinie Gebäude. Alpha 1 so verstanden, mit Obacht zuletzt T90 auf Hauptstraße Richtung Nordost. Da, Trupp sitzt. Das Marsch. Zweiter Halbzug mit. Bist du aus selbst schuld, so wenn du die Ausdauer hast? Wir weichen aus. Hör, Rampe gibt für die Infanterie. Komm. Oh, ja. da kommt der Panzer. Nee, das ist BTR 90A. Ja. 80A. Wo auf der Straße ist Infanterie, Obacht? Ja, hier sehe ich sie nicht mehr. Wir rücken weiter ab, Gas. Ja. Infanterie hast du? Hier? Jetzt. Ja, jetzt. Ich dahinter ist ein AT-Schütze. Hat super schwer, diese treffen, wenn der halt nur den Kopf. Rückwärts marsch, weiter. Leiten wir uns im Absitz. Halt. Infanterie links raus. Links raus. Eins ab. Schuss. Durch den Wald vor zur Haltelinie. Links von mir in Stellung. Vorrücken bis zu den Gebäuden. Rode geht ins gelbe Gebäude rein. Blau, ihr baut euch links davor an der Waldkante eine Stellung und überwacht dann die Freifläche. Links vom Gebäude oder wo? Ja, links vom Gebäude. Ja. Ihr habt da so einen Holzzaun, da könnt ihr links davon den Graben bauen. Ihr könnt auch im Wald oben bleiben. Da seid ihr auf keiner Hügelkuppe, ich glaube, das ist sogar besser. Könnt ihr auch die Zufallstraße überwachen.
Die Alpha 1 wieder in Position, jetzt markiert und BTR 80 voraus bekämpft. Bravo 1, die Alpha 1 melden uns zurück, übernehmen wieder. Ja, so verstanden. Haben uns linksseits bei Yalapa aufgestellt und haben hier Gräben gebaut. Die Alpha 1, so verstanden. Fahrt euch Gräben Richtung die Straße runter. Ach, ja. Der Alpha 1, feindliche Infanterie auf Straße, rechtzeitig. Norden, Richtung Norden. Alpha 4 meldet Infanterie im Vorstoß auf Position Alpha 4. Der Alpha 1 so verstanden. Ich habe die Ausweichstellungen. Ja. Bist du auf Höhe von mir? Ja. What? Was los? Ich habe jetzt gerade gemessen. Von mir aus Richtung ...082? Ja. 100 und ein paar 80 Meter bis zur Straße. Das stimmt irgendwas nicht. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Es ist ein bisschen. ...082 ist gar keine Straße in deine Richtung. ...092 von eher. So eine Birken sind 180 Meter, die Straße dahinter 230 Meter, die Straße dahinter sind 300 Meter. Gesehen? Geh mal einen Schritt zurück, vielleicht siehst du dann besser. Ja, feindlicher BMP hat sich eingenebelt und schießt nicht mehr. Beschuss! Und wo? Kontakte Nord-Ost. Und verlegt man aus dem Gebäude und konzentriert euch auf Nordosten.
Wir haben auch noch was relativ okay Sicht. Ja. Dann bleibt die Gebäude bekämpft, für dich vorverlegen, kann. Auch Bravo 1 dort unterstützen gegen feindliche Infanterie, komm. Fahrzeug, na los! Ja, so verstanden. BTR, Nordosten 011, unten bleiben. Also wir werden im Nordosten umfahren von dem BTR. Ja, Alpha 1, wir sind unterwegs. Meine Sicht auf das Fahrzeug. Ein Negativ. Letzter Sichtkontakt war 015. Ist jetzt wieder verlegt. Wohin? Keine Ahnung. Alpha Infanterie vor dir, 12. Ja, Alpha 1 kann feindlicher BTR nicht aufklärbar. Wir wurden vom PA getroffen, müssen gleich reparieren. Verstanden. Wieder Fahrzeug-Audio. Bravo 1, Alpha 1, komm. Das kommt aus Nordosten. Bravo 1, hört, komm. Ja, Alpha 1, Fahrzeug für uns nicht aufklärbar. Infanterie ist bereits zu weit vorne. Wenn möglich, ausweichen auf meine Position. PA verschossen. Rico? Ja, ich bin grad. Ja, ich weiß. Deshalb konnte ich dir deine PA nicht klauen. Wir haben ein Fahrzeug vor uns. Ich hab schon wieder verschossen. Drei Infanteristen bekämpft. Wo? Es war zuletzt Richtung 055. Die nächste PA muss sitzen. Sonst schieße ich selbst das nächste Mal. Ja, wir bräuchten halt eine Entfernungsmessung dazu. Ja, dann sag das halt vorher, bevor er schießt. Fahrzeugaudio. Ah, BTR! Genau Norden! 60, 90 Meter, 90 Meter, Indico Norden! Norden! Das ist einmal nach links! Indico! Da! 352! 352, geh nach links! Geh nach links! Geh nach links! Ich guck noch! Dann geh hier nach links, Indico, zwei Schritte nach links! 241, komm. 2. Ja, 1 Richtung Nord, BTR bedrängt ja. Meine Infanterie, wenn ja. Möglich unterstützen. Verstanden. Sehe ich nur Büscher. Geht auch 2 Schritte nach links! Neu, 8 Meter! Ja, 1, ich deck Straße weiter ab, wenn so, du dich um meine Infanterie kümmerst. Verstanden. Ach, doch mal! Wie oft soll es doch scheinen? Heute los. Bravo 1, Alpha 1, Frage Status. Ja, Bravo 1 haben BTR bekämpft, zumindest ein. Sind jetzt im Bekämpfen von Infanterie gegenüber Waldrand. Ah, schießt wieder ein Fahrzeug. Ja, Alpha bleiben. 1 negativ abbrechen, ausweichen auf Alpha 1 und aufsitzen. Ja, wir sind jetzt, wir werden jetzt runtergehalten von Fahrzeug. Wir werfen Nebel. Kann nicht sein, wir sind da. Dann rot, zurückfallen, rot und blau. Konrad ist am Boden. Ja, Alpha 1, sammelt alle ein, die ihr einsammeln könnt und dann aufsitzen. So, deckt mich noch, während ich Konrad berge. Alpha 1, ich nähere mich Position Bravo 1 an. Schieß rein! Unterdrückungsfeuer! Er kommt zu mir. Einer am Boden. Alpha 1 negativ, die sitzen bei mir auf. Alpha 1 ist vor Ort. Tot. Einer tot, aufsitzen. Nein.
Hier, 1 an alle kommen. Verbesetzt. 3 und 4. Trupp setzt. Rückwärts Marsch. Konrad auf Hauptstraße. Konrad hoch. 2, 4, 1 kommen. Hier, 1 dann nochmal an alle. Wir weichen aus auf nächste Position, markiert auf Karte. Hey. Na, wir da. Das ist einfach die Straße. 3, 4 mit. Ja, 1 des Weiteren dazu. 1 und 2 überwinden Sperre. Danach wird Sperre zugemacht. Komm. Und noch mal zu. Maxi 10. Frage: Ausweichposition nicht erkannt. Die Alpha 1, Ausweichposition ist südwestlich. Sperre kommen. Maxi zu. Pionier Ramit bereitet sich vor. Alpha 1 bestätigt. Erstgang zu. So, wie ist der Status von Bravo 1? Keine ausgefallen, der Rest ist gar in Behandlung. Gut, dann setze ich dann gleich einen Rallypoint bei Stellung, wenn wir die erreicht haben, und dann kann er nachziehen. Grasberger kann auch noch die Behandlung brauchen, wenn ihr soweit seid. Ja, ich bräuchte noch eine Behandlung, wenn wir Zeit haben. Ich bin safe. Haben zur Faust 3 benutzt. Wolle ja beschmutzt. Beschmutzt. Nico, hast du PA nachgezogen? Ja. Ja, kann er auch, das habe ich gesehen im Stream. Exit-Truppführer. Alpha 3 und 4. Wichtiger Stream-Sniper. Neue Stellung mit Sicht über Freifläche. Ja, Alpha 1, so bestätigt. Zuletzt keine Fahrzeuge mehr erkannt, eventuell noch ein BTR in Anmarsch sowie Infanterie über Straße. Ah, hier haben wir so einen kleinen Hügel. Hier P-Gruppe, Frage, alle Teile durchschließen, der Sperre kommen. Hier 1 ist durch, Frage 2, Sperre überwunden. Sperre überwunden. Hier 1 dann bestätigt, P-Gruppe kann Sperre dicht machen. Verstanden, Sperre 1 wird geschlossen. So, noch kurz hier verweilen. Bock, du kannst schon absitzen und Stellung rahmen. Ich mache Ready Point. Kann nicht Bock erstmal Karlsberger behandeln? Ich kann noch nicht machen. 1 von 2, ich stelle mich ja, dann machen wir es so. Dann mach erstmal Behandlung zu Ende und ich mache Ready Point. Mhm. Ach du liebe Zeit. Ja, so schlimm ist doch gar nicht. Da fehlt halt nur der Arm. Also schon eine 20-Sekunden-Behandlung. Oh nein! Haben wir das eigentlich wieder geändert, dass das nur noch so kurze Behandlungen sind? Wir haben gar nichts, wir haben gar nichts geändert. Das ist einfach passiert, Alter. Die offizielle Aussage. Ja, wir haben gar nichts geändert. Danke dir, Bock. Mann, du strickst jetzt einfach das Ding neu und dann ist gut. Wie gesagt, das Design-System müssen wir anders machen, damit die Leute eher bewusster werden und das Behandeln länger dauert. Dann haben sie aus Spite das noch kürzer gemacht. Und die Leute sterben sofort. Jetzt bläst ja auch noch in das Rohr. Mr. Granaten ins Gesicht, wie geht's dir denn so? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich hab nichts gemerkt. Ja, du hast nichts gemerkt. Ja, Maximilian, wie geht's dir denn so? Es sind nur Mörser. Ja. Das ist so toll. Ja, das sagt ihr jetzt nur, weil die uns getroffen hätten. Die uns nicht getroffen, dann wäre ich da gestanden wie so ein Bär ist und hätte durch die Mörse geführt. Gut, was machen wir jetzt? Ja. Ich stehe da nicht hin und bin nicht gestorben. Du warst einen Zentimeter hinter mir, deshalb bist du nicht gestorben, weil ich dich beschützt habe mit meinem Körper. Das habe ich davon. Ich bin ganz erst losgelaufen, weil ich wusste, dass ich da sterbe. Du warst hinter mir. Okay, was machen wir jetzt? Das war ich davon, dass ich unterdrücken wollte. Wäre ich einfach im Trick. P-Gruppe an alle, Sperre 1 ist zu, P-Gruppe weicht aus. Ende. So, die Sperre ist jetzt zu, da gibt es also nichts mehr, dass da einer rüberkommt, hoffen wir mal. Wir müssen die aber noch überwachen. Das ist richtig. Und warum? Weil Sperren überwacht werden. Richtig. Sperre, die nicht überwacht wird, ist wirkungslos. Und da kommt euch ein Fahrzeug
angeguckt. Das ist wieder eine Drohne, kann das sein? Nee, das ist ein Fahrzeug. Welche Richtung? Das kann ich so hinten raus nicht sagen. Kannst du es ja vorne raus sagen? Ich habe gerade ein Motorgeräusch gehört, was hier vorne ist. Das war die Pi-Gruppe, die sich gerade zurückgezogen hat. Nee, das war nicht von uns. Das war was Russisches. Also ich hab's links gehört und links war die Pi-Gruppe. Ja. Vielleicht war es eine russische Pi-Gruppe. Ja, genau. Die machen hinter uns Sperren, damit wir auch nicht mehr weg können. Die überläuft. Genau. Verarscht. Vielleicht ist es so eine neutrale Pi-Gruppe. Aber das klang auch sehr nah. Ja, was, deswegen sage ich dir, das war die Pi-Gruppe. Was waren denn die? Feindliches Fahrzeug im Zufall. So, jetzt geht's aber los hier. Ein LKW kann es auch sein können, ja. Bravo 1 Einsatz. Jede Fahne nur ein LKW. Dann absitzen rechts und Stellungen vorbereiten. Wir vielleicht nicht links können? Kann das nicht. Nee, nicht links. Was willst du denn auf der offenen Straße? Feindlicher KPZ. Okay, rechts raus. Wo schießt du nach oder soll ich? Die Osten von dem Wald. Ich kann nicht mehr nachschießen. Ja, eins, so verstanden, schieße. Da fliegt der Spike. Von der Halt. Gar keine Sicht auf gar nichts, aber. Nicht. Ja, 1 von KPZ getroffen, 2 T90 voraus. Trennung 3 für 1 kommt. T3 kommt. Ja, 1 Position von 1 einnehmen, 1 ausgefallen. 3 Meter sind ein im Feuerkampf. Der hintere KPZ ist noch aktiv. T90 ist Besatzung raus, Straße. Ja, zweiter dahinter ist noch. Verstanden, Trennung 4, kannst du Position von 1 einnehmen? Wir haben Stand 4 verlegt, 4 jedenfalls unter Beschuss. Alpha 2 für Bravo kommen. Ja, zweiter T90 dahinter ist noch aktiv. Aber 1, Schärfe 1 kommt. Die Kanone ist down vom hinteren. Waffe bekämpft. Die Alpha 1, Alpha 1 hat Fahrzeug verloren, Alpha 3 ebenso, Alpha 4 verlegt jetzt auf Straße zur Unterstützung. Wir sind aber hier unter starkem Feindbeschuss und werden vermutlich gleich ausweichen. Komm. Ja, hast du verstanden. Wir halten noch die Stellung. KPZ sind jetzt beide bekämpft. Ja, Alpha 1 so verstanden, dann Frage, kein Feinddruck mehr, komm. Moment, kein Feinddruck, nur die Fahrzeugbesatzung, die sich zurückfallen lässt in den Wald. Ja, Alpha 1 so verstanden, dann weiter Stellung halten. Kasper, guck mal, jemand, ob es von Alpha 1 überlebt hat. Hat sich so verschoben von aktuell, dass er das Vorfeld überwachen kann. Ja, Alpha 1 so verstanden. Bei meiner Position aktuell kein Feinddruck. 3 und 4, wie sieht's bei euch aus? Komm. Zwei, keine Feinde in Sicht. Zufahrtsstraße können wir sehen. Ja, 1 so verstanden. Trennung 3 und 4. Frage Feinddruck, komm. Ja, hier zweiter Halbzug. Derzeit kein Feind. Ist gerade explodiert. Mehrere Feinde im Vorfeld bekämpft. Nur auf einzelne Infanterie. T90 hinten dort brennt. Nee, weil hier Wankele gerade gefunkt hat. Und dann ist eine Explosion hinter mir. Dann habe ich vielleicht das Alpha 4 gerade explodiert. Oh.
741 Meter. 741 Meter. Der alten Fahrzeugstellung von McCoy, glaube ich, steht ein Infanterist drin. Ich habe mal die T90 markiert. Geil. Ich schieß gegen hier, gegen den. Zu hoch. Ah, jetzt ist er weg. Hier Alpha 3, Infanterie Bravo 3 meldet sehr viele Fahrzeuggeräusche im Vorfeld. Ah, shit. Ja, ich höre sie auch langsam, die sind aber noch weit weg. Ja, Fahrzeuge werden lauter. Osten. ATGM. Fahrzeug rechts, ATGM bekämpft. Ja, eins so verstanden. Ja, eins mit Obacht, recht daneben, mitten auf Hügelkuppe, Infanteristen. Bravo 1 Richtung Nordost auf Hügelgruppe auf Höhe des zerstörten BRDM vereinzelt Infanteristen. Also verstanden, sind 600 Meter von uns aus, wir lassen die näher kommen. Fahrzeugaudio, Osten los. Ja, 1, linksseits Infanteristen an Straße, markant bei gegrabener Stellung. Ja, ist halt nur weit. Immer noch. Aber. Ja, aber das ist auch über. ...500 Meter raus. Also es sind 600 oder so. Ja. Kommt okay. Irgendwas. Alpha 4 hat Kfz voraus, im Wald rechts der Straße. Einer, korrigiere 2. Alter, siehst Straße mehr. Ich sehe den Kfz. Kappa mehr für Mels. Ich sehe den Kfz. 3 und 4 jeweils auch nur eine Mels. Wo? Ja, 1 so verstanden. 3 und 4 weiter enthalten. 2 Entfernung auf 6, 8, 4. Verstanden. Siehst du ihn? Durchblitzen da. Gesehen, Enrico? Nee. Ist noch stationär. Ich geh mal runter, kannst du dich hinter mich stellen? 051 Richtung 684. Ah, na, das ist ein Schütze. Ich dachte, das ist ein Kapel. Hä? Hab ich dein Kapel-Z gesehen, wenn da ein Schütze steht? Ja, Richtung 051 ist eine ganze Infanteriegruppe unterwegs. Alpha 3 ausgefallen, KPZ 079.
Die Alpha 4 meldet Alpha 3 Ausfall. Was? 079. Ja, eins so verstanden. Frage, Markierung, KPZ. Ja, hier Alpha 4 im gegenüberliegenden Wald steht mindestens 2, vermutlich eher 3 in Bewegung. Rechtsseitstraße, also direkt ostwärtig, derzeitiger. Hier Alpha 1 so verstanden. Ich würde unterstützen, bin mir aber nicht sicher, ob der mich nicht vorher sieht, komm. Ja, Alpha 4 mit, bewegt sich auch jetzt erstmal keinen Meter mehr. Wir haben ATGM gesehen. Das war wahrscheinlich da, da hinter dem Büsch, Bäumen schießt. Ja, eins an alle, komm. Zwei. KPZ ist in Bewegung. 07. 3 und 4. 3 gibt's. Hier Bravo 3. Direkte Explosion bei Bereich Alpha 4, vermutlich Ausfall. Hier Alpha 1 so verstanden. Alle Einheiten, die mithören, neue Positionen markiert zum Ausweichen. Jetzt ausweichen auf Positionen Alpha 1 bis Alpha 4. Ich sehe. Bravo 1, Alpha 1, komm. Alpha 1, halt, komm. Ja, hier Bravo 4, ja, Alpha 1, Bravo 3 und Bravo 4 haben mit, weichen aus zu Fuß. Beide ist gerade Ausfall. Da steht ein BADM auf der Straße. Aufsitzt. Eriko? Alpha 1 zum Alpha 1. Nico, wo läufst du hin? Ja, Alpha 1, wir haben KPZ auf Straße voraus bekämpft. Nico, nimm die Waffe runter und lauf normal, sonst hast du gleich keine Ausdauer mehr. Wiederholen? Ich meine, Enrico, der Spinter wieder über das Freifeld, hat keine Ausdauer mehr. Ja, Alpha 1, nochmal aufsitzen auf Alpha 1. Mit ABM, hau alles weg, was du da siehst. Sei nicht so zögerlich. Glaube ich, den einen FPS-Bug. Ich auch, aber ja, ich versuche jetzt halt irgendwie noch durchzustellen. Aber ihr habt wenigstens einen FPS, ich hatte nie einen. Ja. Top sitzt. So, alle sitzen? Top sitzt. Top sitzt, Marsch. Irgendwie habe ich gerade noch mal so ein Absitzgeräusch gehört, deswegen hat mich gewundert. Ich weiß nicht, wo ich den eingetroffen habe, aber ich scheine den getroffen zu haben. Ja, du musst auch wissen, wo bei dir die Schüsse hingingen. Ich will das nur abgleichen mit dem, was ich gesehen habe. Hast du den eher links getroffen oder mittig? Weiß ich nicht mehr, ich habe drauf geschossen. Hier rechts so eine kleine Teilgedeckestellung. Okay. Ja, genau, an dem Stein, da kannst du dann gleich nochmal eine Stellung graben, links neben dem Stein. Ja, hauen weg. Ist ja eine Rakete auf uns, die Sau. Keine Sicht mehr. Ja, die kriegst du gleich. Versuch wieder. Trotzdem draufzuhalten, aber wirst wahrscheinlich nicht mehr treffen. Dürfen wir absitzen. Ja, ist nach links ausgewichen. Infanterie, rechts absitzen, Stellung beziehen. Rechts raus. Habt ihr Sicht? Ja. Dann mach's ab. Ja. Weg vom Alpha, Richtung Südosten. Ja, eine Hügelkuppe, Stellung. Der Alpha 1, T90 voraus ist abgesessen. Roko, du schießt 200 Meter zu kurz.
E90. Bekämpft? Bekämpft, der ist bekämpft. Der ist auf die Mine gefahren. Ja, der ist in die Mine später dran. Oh, das heißt, wenn der nächste kommt, wie weit ist denn der weg, Maxi? 400 oder mehr? Infanterie. Fahrzeugbesatzung 053. Fahrzeugbesatzung 053, kommt auf uns zu. Meter bis zum zerstörten Carpet. T90. Noch ein T90, lass den auf die Minen fahren. Alpha 1 versuchen den T90 auf die Minen fahren zu lassen. Der fährt auf die Personenminen und jetzt ist bekämpft. Ein Entfernungsmesser dabei. Ja, ich weiß, aber ich kann nicht Entfernung messen und PA schießen gleichzeitig. Nee, ich messe mal nur mal ein paar Distanzen. Sie braucht eigentlich gar nicht die PA rausziehen, bis da nicht voran den brennende KPZ fährt, weil es sind genau 400 Meter. Die Straße nach dem brennenden Wrack an dem ersten Mast. Also ich stehe jetzt 251, also 250. Ja. Ab da kannst du bekämpfen. Ich weiß nicht, ob das 15 Minuten noch funktioniert. Wenn die weiter so reinbuttern, wird die Mine nicht mehr. Nee, ich meine, die eine FPS-Pack. So, das wette, ich flieg dann so 5 Minuten vorher raus oder so. Hast du jetzt gerade mitgehört? Ich hab mitgehört, aber ich sehe nicht, was du meinst. Da, dieser Laternenpfahl direkt Richtung 047. Das sind 215 Meter weg. Ach, den habe ich nicht gesehen. Ja, 250. Ja. Bisschen mehr 360. Ja, 360, ich hab verstanden. Genau. Naja, das kommt halt drauf an, wo du jetzt auf der Straße anhältst. Ich hab halt den hinteren, einen weiter hinten, der ist genau 411 Meter bei mir. Ja, der 11 sagte nicht 11. Was? Ich glaub, das endlich einer, der 11 so sagt und nicht 11. Ja, der Deutsch spricht.
Stehst du hinter mir oder? Ich stehe rechts hier bei Konrad. Wir stehen, also linientechnisch stehen wir auf derselben Höhe, wir sehen nur was anderes. Man hat ein Buschfeuer vor sich, deshalb sieht er den Pfosten nicht. Ich sehe nur oben, ich kann ihn oben anlasern. Der letzte, ja, was? Der letzte Baum nach dem Laternenmast. Ja, auf 047, der dahinter. Ja, da, oder was? 100, ja, ist 199 weg. Ja, und also ab dann sollten wir es eigentlich hinkriegen. Ja, ich hoffe es. Also die Trefferstatistik war heute nicht so gut. Ich habe dreimal geschossen, ich habe dreimal getroffen. Dann ist Konrad. Ich habe heute halt nicht immer getroffen. Das Nebel. Ja. Der 0-5-1. Steht direkt hinter uns, der muss das auch sehen. Ich funke, das ist nicht extra. Die gesamte Minensperre entlang wird genebelt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich noch schaffe. Bis zum ich glaube auch nicht, das ist gerade echt extrem. Aber ja, lass dich einen Rallypoint setzen und kommt gleich. Ja, es kommt halt wieder. Wenn ich jetzt liebe, bis ich das Game neu gestartet habe, lohnt es auch nochmal zu kommen. Ja. Achso, überziehen. Rallypoint steht, also ihr könnt auch jetzt schnell gehen und wiederkommen. Wenn ich jetzt das Spiel neu starte, dann brauche ich mindestens 5 Minuten, bis ich meine Waffe wieder ausgerüstet habe. Gerade schlecht, glaube ich, wenn ich das da vorne so sehe. Wenn der Sunny Untertrupp wieder weg ist, wird es ein bisschen scheiße. Da muss Scooby übernehmen. Kann ich immer noch, auch Scooby, wenn ich eine FPS... Du musst übernehmen, Scooby sitzt auf dem Alpha 2. Ach scheiße, ein Dreck. Der PG machen, der sitzt auf Scooby Slot. Genau. Ja, genau. Mach das mal. Du hättest doch den Truppführer übernehmen müssen. Eine richtige herablassenden Ton. Hast du das nicht gewusst, dass du den Truppführer machen musst? Irgendwie was. Erst kommt jetzt noch die Artillerie, die Schwache. Erstmal fängt es zu regnen an gleich. Alpha 3 und 4 für 1 Frage Status. Gibt's nicht mehr. Aber der macht das jetzt nicht mehr, ne? Ja, Alpha 3 und 4 erstmal komplett Ausfall, kommen in absehbarer Zeit nicht mehr nach vorne kommen. Ja, Alpha 1 so verstanden. Frage, kann Bravo 4 und Bravo 3 die Stellung halten? Komm. Ja, derzeit kein Feinddruck gemeldet, können halten, kommen. Ja, wir fallen so verstanden. 2 und 1 sind weiterhin dabei, die Sperre zu überwachen. Momentan Rauchentwicklung, Nebel voraus, vermuten Gegenangriffen kürzer. Jetzt ist der Nebel wieder weg. 3 und 4 mit. War der KPZ vorhin schon so da gestanden? Ja, ja. Okay. Er hat vorher noch geleuchtet, jetzt leuchtet er nicht. Infanteriebeschuss, Osten. Was? Nö. Dann neues Flugzeug reingefahren oder neue Artillerie? Nö. Infanterie. Ja, Bravo hatten einzelne Infanteristen Richtung Osten. 300 Meter im Wald sind bekämpft worden durch Bravo 1 und Bravo 3. Ich höre Fahrzeugakustik. Fahrzeugakustik über Straße. Positiv für euch auch.
schmieden, sag ich immer. Da kommt er. Ja, BTR 90. Hauptstraße. Und BTR 80 dahinter. BTR 80 hinter BTR 90. Guck mal die PA da aus, aber lasst sie auf die Minensperre. Mit der Alpha. Ab BMP. Ich gebe Feuerbefehl. Ja, ich halte. Abgesessen. Zweiter. Abgesessen. Ich sehe. Kommt noch ein Fahrzeug BMP. Wird auch bekämpft. Erstmal noch Feuer halten. Bin noch ein Baum. Ich hätte ihn, aber er wird bekämpft. Weiterhin Feuer halten. Abgesessen. Dann PA wegstecken, Infanterie bekämpfen. Wir haben Infanterie bis zur Fahrzeugbesatzung. Auf der Straße geht nach Südosten, pass auf, Rot. Jetzt wird's schwierig. Mit 10 FPS oder so. Das wäre jetzt raus. Großer Exodus. Tracer im K Richtung Osten. Ich glaube, Bravo 3 hat Probleme. Bravo 3, 4, Alpha 1, Frage Status. So, die Tracer kommen aus. Wir Osten, Bravo 3, ihr habt derzeit kaum Feindkontakt. Bravo 4 allerdings im schweren Feuergefecht direkt rechte Flanke kommen. Alpha 1 so verstanden, Trennung Bravo 4 für Alpha 1 kommen. Ja, hier Bravo 4 auf rechter Flanke, werden in Kürze überrannt, mindestens 2 Gruppen, vermutlich Zugstärke, sogar rechts Infanterie kommen. Ja, Alpha 1 so verstanden, Bravo 4 ausweichen, Bravo 3 unterstützen kommen. 3 und 4 mit. Bravo 1 für Alpha 1 kommen. Bravo 1 hört kommen. Ja, Alpha 1 nach Südost vorrücken und Bravo 4 beim Ausweichen unterstützen. Ja, wir haben die von hier, wir überwachen die, wir bekämpfen die Infanteriegruppe im Zulauf auf Bravo 4. Alpha 1 so verstanden. Wir haben schon die Hälfte der Gruppe bekämpft. Hier 1 kommen. 3 hat kommen. Braucht ihr noch Unterstützung? Wir sind positiv auf der Straße. Ja, check. Willkommen auch Beschuss aus Osten. Ja, Osten Infanterie. Fahrzeug am Boden. Fahrzeug BMP 3. Osten. Bravo 3 hat keine Führung mehr zu Bravo 4. Max am Boden. Noch eine Entfernung für den BMP. Ja, Alpha 1, so verstanden, mit Ober, BMP 3 gesichtet Richtung Ost. Fuck it. Wiederholen, Maxi am Boden. Bestätigt. Okay, ich übernehme. Fahrzeug in Zufahrt aus... Wo? Über die Hauptstraße? Bin ich. Da. 250 Meter. Hauptstraße? 250 Meter. Oh! Hab ich gerade gesehen. Ja, ich habe ihn auch gerade gesehen, aber jetzt nicht mehr. Da unten. Maxi, Richtung. Aber 1 für Alpha 1 voll Status. Ja, wir sind sehr zerschossen. Truppführer am Boden. Nein, nicht mehr. Oh. Die Alpha 1, wir kommen vor und unterstützen. Junge.
Handel ist es tot? Ja. Da liegt er da. Wo wird geblutet das noch? Auch erwischt. Ja, hat's auch erwischt. Er ist krank. Er hat's auch erwischt, er ist auch bewusstlos. Ich hab einen Vorschlag zukünftig. Au. Nebel uns mal in die Richtung. Wenn du. Ach, scheiße, das ist eine falsche? Wenn die Ballon Alpha, der 50 Meter vielleicht vor uns. Ja, bestätigt, wir sind unterwegs. Wir Jetzt sind Granaten. Richtige Granaten. Werft alles, was ihr habt. Rein, einfach rein. Mein Spiel abstürzt, weil ich das genug war. Ich hab keine Granaten mehr. Hier liegt doch noch eine Leiche. Rico, lebst du noch? Da meine Lücke ist am Boden. Ich bin Kapitän. Werf mal Granaten Richtung Osten, falls ihr noch wer habt. Eins weicht aus, bin unter Granatfeuer. Er ist krank. Ja, eins bin in Reparatur. Feindliches Fahrzeug ist nicht zu erkennen, aber feindliche Infanterie hat Stellung überrannt. Fahrzeug ist wieder grün. Na hier, Bravo 3, haben rechte Flanke gesichert. Zu? Ah, es wird Licht. Derzeit keine weiteren Feinde, konzentrieren Sie auf die direkt vor euch. Danke. Ja, Alpha 1 bestätigt. Wenn du noch Granaten hast, Grund Richtung der Zeit, keine Osten. Weiteren Aktionen mehr möglich. Einfach werfen. Wir brechen ab. Ja, OPC hat sie mit. In dem Feuerkampf mit unbekannten SPZ. Gut. Übungsende. So. Gut. Das war's für dieses Mal. Chaotisches Ende. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Schönen Abend noch.